meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft News. Ist jetzt, glaube ich, schon mittlerweile die vierte Folge in diesem Monat oder so. Ich hoffe mal, dass das nicht so schlimm ist für euch und ihr das nicht schlecht findet oder so. Denn es gab wieder einige Sachen, die neu sind oder die von 4J Studios auf Twitter gepostet wurden. Wegen der E3 und wegen auch anderen Dingen. Und wo fangen wir am besten mal an? Ich denke mal, eine Sache könnte euch auch interessieren. Es ist zwar nur für die Xbox One, aber sogenannte HoloLens oder so haben sie geschrieben. Da zieht man auf der Xbox One so eine Gaming-Brille an und dann hat man auf dem Bildschirm irgendwie so eine virtuelle Minecraft-Welt und boah, das sieht auf jeden Fall schon richtig nice aus. Das Bild seht ihr gerade eingeblendet. Ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwelche Videos von gibt. Falls ja, werde ich das einblenden. Finde ich sowas von übertrieben nice. Aber es ist halt, wie gesagt, glaube ich, leider nur für die Xbox One, was wieder sehr schade ist. Für die PlayStation 4 hätten sie es ja auch machen können. Das Einzige, was man vielleicht auf diesem Bild ein bisschen andeuten könnte, sind diese Blumen da unten, die blauen Blumen. Wenn ihr das seht, links neben dem Haus. Diese Blumen gibt es ja bisher noch nicht auf der Konsole. Vielleicht ist das wieder auch ein kleiner Mini-Hinweis darauf, dass die kommen werden. Ich will jetzt auch nicht großartig spekulieren. Kann natürlich sein, kann natürlich auch nicht sein. Und dann haben sie noch mehr Bilder gepostet, die aber relativ uninteressant für das Update sind. Außer eine Sache, dann haben sie ein Bild mit den Todd Howard gemacht, zusammen mit 4J's Paddy, also so ein Paddy Burns von 4J Studios. Und darauf sieht man die zwei halt und sie haben geschrieben als Bildüberschrift Bethesda, Todd Howard and 4J Studios Paddy oder 4J's Paddy Burns having a quick chat. Und dann wieder der legendäre Swinker-Smiley dahinter. Und viele, viele Leute schreiben darunter in die Kommentare, Fallout Mashup Pack confirmed, also Fallout Mashup Pack bestätigt. Todd Howard hat an Projekten gearbeitet, also ein Spielehersteller oder Spieleentwickler, wer hätte es gedacht, bei Bethesda und hat zum Beispiel Skyrim oder Fallout 4 irgendwie entwickelt. Und Fallout 4 wird ja auch momentan vorgestellt, ist ein brandneues Game, was jetzt rauskommt. Und ja, dann tritt natürlich wieder die Spekulation ein oder die Vermutung ein, dass es vielleicht ein Fallout 4 Mashup-Pack geben wird, wegen diesem Sminker-Smiley dahinter. Ihr wisst ja mittlerweile, was dies zu bedeuten hat. Ist das neue Plüschi oder das neue Plüschtier, haben sie damals auch gemacht. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt ja wirklich ein Fallout 4 Mashup-Pack, würde mich sehr freuen, ich finde es sehr nice. Fallout 4 werde ich mir wahrscheinlich auch holen, ist auch ein sehr cooles Game. Und ja, das war's aber heute dann noch nicht, denn sie haben natürlich auch wieder einen Kollegen geantwortet. Ein Twitter-User namens Batman hat geschrieben, @4jstudios, can you add the Book and Quill for the Xbox 360 please? Wer nicht weiß, was Book and Quill sind, müsste eigentlich jeder wissen. Buch und Feder, ein Feature, was es momentan auf dem PC gibt. Ein Buch mit einer Feder. Damit kann man dann ein Buch beschreiben, beziehungsweise in ein Buch reinschreiben, was man will. Und das kann man dann so oft man will noch bearbeiten. Außer man klickt auf, ich weiß nicht, wie es heißt, glaube, Buch abschließen oder irgendwie sowas. Und dann wird das Buch und die Feder zu einem geschlossenen Buch, was man dann immer öffnen kann und nur lesen kann, nicht mehr bearbeiten kann. Und das ist halt sehr praktisch für Adventure Maps. Und dieses Feature, also ich sag erstmal, was sie darauf geantwortet haben. Und darauf haben sie klipp und klar gesagt, we should add that. Wieder mit dem legendären Zwinker-Smiley dahinter. Und somit wurden dann auch dieses Feature auch bestätigt, Buch und Feder. Und dieses Feature ist sehr, sehr, nutzvoll für Adventure-Maps auf der Konsole, allgemein für Minecraft. Man musste ja bisher immer die ganzen Informationen über diese Map auf Schildern schreiben und das war halt sehr, sehr viel Arbeit, immer diese Schilder platzieren und dann blablabla, ihr wisst schon, was ich meine. Und dieses Buch vereinfacht das Ganze, weil jeder kann es lesen, das kann man halt nirgendwo platzieren, aber man kann es in der Kiste tun und dann kann man das rausnehmen und dann lesen. Und das wäre halt sehr nice, wenn das kommen würde, aber was heißt, wenn es kommen würde? Es kommt ja, sie haben es ja komplett bestätigt. Viele beschweren sich bestimmt auch darüber, ja, jetzt müssen wir das mit dem Player da reinschreiben. Nein, ihr könnt einfach eine USB-Tastatur an eure PlayStation 3 schließen und fertig ist die Sache und ihr könnt dann auch ganz schnell irgendwas schreiben. Und finde ich sehr nice, dass sie dann dieses Feature auch bestätigt haben. Wir hoffen einfach mal, dass das Update bald kommt. Wie gesagt, weil es die vierte Folge in diesem Monat irgendwie sowas. Und für mehr News zwischendurch, folgt mir einfach mal auf Twitter. Da habe ich diese Sache was ist denn heute los, Mann? Mit dem Buch und der Feder habe ich dann heute auch schon gepostet, also ihr erfährt das ein bisschen früher, als die Folge rauskommt. Einfach mal folgen, der erste Link in der Beschreibung, da könnt ihr draufklicken. Was haltet ihr von diesen beiden Sachen, beziehungsweise von diesen drei Sachen, von diesem virtuellen Minecraft, da kann man jetzt nicht viel zu sagen, ist ja nice, aber es kommt halt nur auf die Xbox One, deshalb interessiert mich das ein bisschen weniger. Aber hier mit dem Bild und mit dem Fallout 4 Mashup Pack, würdet ihr euch über so ein Mashup Pack freuen? Für die, die es nicht wissen, Mashup Pack ist Texture Pack, Minecraft Welt und Skin Pack in einem, was wird denn wieder 3,99 € oder 4,99 € kosten, irgendwie sowas. Finde ich sehr nice, ich werde es mir auf jeden Fall holen, wenn es dann kommen wird. Und ja, was haltet ihr von diesem Feature Buch und Feder? Werdet ihr es nutzen? Werdet ihr es brauchen? Oder denkt ihr, ach komm, ist relativ sinnlos für mich, brauche ich nicht wirklich. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice. Je mehr Features, desto besser. So bin ich irgendwie eingestellt. Und ja, falls euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr das natürlich wie immer mit einem Daumen nach oben zeigen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein.